Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir starten heute mal wieder in der Garage und ihr seht vielleicht auch schon, warum. Der O'Hare hat jetzt einen deutschen T25. Wer nicht weiß, was das ist, die meisten werden es höchstwahrscheinlich wissen. Ein Premium-Medium-Panzer der Stufe 5. Und ja, warum habe ich den jetzt? Ganz einfach, ihr wisst ja, Mr. Mörb und ich waren auf der Gamescom und wenn man bei Wargaming ein bisschen World of Tanks gedattelt hat, hat man so ein paar Goodies bekommen, unter anderem auch einen Bonuscode für den T25 und ja, den habe ich noch nicht gehabt, deswegen nehme ich diesen Code natürlich auch sehr, sehr gerne an. Aber gleich auch vorneweg, wir haben noch mehr Codes. Mr. Mörb und ich, beziehungsweise auch noch mehr Goodies, da wird es demnächst auch mal noch eine Info geben, wie ihr da rankommen könnt, denn einiges davon haben wir schon selber, einiges davon können wir selber gar nicht gebrauchen und warum sollen wir das dann einfach horten? Das wird es dann also demnächst mal irgendwie geben, aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um den neuen T25, also für mich neuen T25. Wir gucken uns ihn mal ganz kurz an, beziehungsweise ich gucke ihn mir mal an, denn ja, ich weiß nur, dass es ein 5er Medium ist. Und wir werden ihn mal ganz kurz mit dem T25 auf Tier 6 vergleichen, mit dem nicht Premium Skoda der Tschechoslowaken. Wir sehen also, dass der normale, der 5er T25 kein Autoloader ist. Er hat eine ganz normale 75mm Kanone, die relativ schnell schießt. Also wir haben hier eine Nachladezeit von 3,5 Sekunden. Ihr seht, ich habe hier meine relativ gute E50 Crew in die Kiste reingesetzt. Also Stock ist die Kanone nicht die genaueste mit 0,41. Zielerfassung 2,5 ist jetzt auch nicht unbedingt weltmeisterlich. Aber ich musste schon lernen, für Low-Tier oder mal Tier 5 ist das eine doch halbwegs annehmbare Kanone, was diese Werte angeht. Durchschlagskraft von 116, was ich relativ gut finde, auch für die Tierstufe. Natürlich, wenn man Low-Tier ist auf Tier 7, wird es ein bisschen brenzlig, aber dann kann man immer noch APCR schießen und hat 167 Penne. Und 110 Alpha hat die ganze Kiste. Jetzt springen wir mal kurz rüber zum Skoda und schauen uns mal die Autoloader Gun an, was die für Werte hat. Das ist ein 6er, der hat den gleichen Alpha, ist ein Ticken genauer, hat ein Ticken schnellere Einzielzeit, ist auch eine 75mm Kanone und hat jetzt gerade mal 16mm mehr Durchschlagskraft. Bei APCR ist es verhältnismäßig ein bisschen mehr, aber die Kanonen ansonsten, ja, also man kann sagen, der Skoda T25 hat eine, ja, verbesserte 75mm Kanone bekommen. Wir sehen auch witzigerweise, dass das auf dem deutschen T25 auch eine Skoda-Kanone ist. Also im Grunde scheint der T25 ein kopiertes Fahrzeug der Tschechen zu sein und nicht die Tschechen haben bei den Deutschen kopiert. Aber berichtigt mich, ich habe da keine historischen Daten nachgeschlagen. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber es lässt vermuten, dass der T25 eigentlich ein tschechoslowakisches Fahrzeug ist, wenn auch schon der deutsche Panzer eine Skoda-Kanone drauf hat. Was ich sehr spannend finde, ist, dass der deutsche Tier 5er T25 irgendwie so ein bisschen mehr Panzerung hat. Also die Wanne, ihr seht, 50, 45, 35 und der Turm 60, 60, 35. Und ja, also der Turm hat auf jeden Fall an der Front und an der Seite, also an der Front 10mm und an der Seite sogar fast 25. Und die Wanne hat, ja, hat auch 10mm an der Seite mehr. Die Front ist die gleiche. Das ist ein bisschen witzig, aber seid gewiss, ohne dass ich jetzt den 5er gefahren bin, das sind auch auf Tier 5 dann keine Mega-Werte. Die werden jetzt nicht ultra. Das Ding ist also, ja, nicht sehr stark gepanzert. Was kann man zur Beweglichkeit sagen? Nun, gucken wir mal wieder auf den Deutschen. Der hat ein Leistungsgewicht von 22,22 und eine Höchstgeschwindigkeit von 60. Das liest sich für mich, ohne dass ich ihn bisher gefahren bin, wirklich sehr, sehr gut. Er dürfte eine relativ gute Beschleunigung haben und relativ schnell auch die 60 Sachen zu erreichen. Der 6er ist da ähnlich, der hat ein minimal schlechteres Leistungsgewicht, aber nicht viel.
Wir wissen ja, dass das Skoda T25 auch relativ mobil ist. Man kann ihn eigentlich ganz gut fahren. Und die Wendegeschwindigkeit ist auf dem 5er mal noch ein Ticken besser. Wobei sogar deutlich. Also hier sind es 32 Grad und hier sind es über 34, fast 34,5. Das spricht schon eher für das deutsche Fahrzeug. Was können wir noch so sagen? Die Sichtweite ist nochmal ganz spannend. Da hat er jetzt hier, gut, da muss man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Es ist natürlich auch die gute Mannschaft drauf. 353 Meter. Und ja, der Sechser, ihr seht's, der hat dann nochmal, also deutlich höhere Sichtweite. Der hat eine 405 Meter Sichtweite. Das ist echt stark. Und bei den Tarnwerten, ja, da hat der, gut, ich habe jetzt hier eine Premium-Tarnung drauf. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber da ist der Sechser tendenziell, würde ich mal sagen, auch ein Ticken besser. Ich bin gespannt, wie er sich so fährt. Ich habe jetzt hier einen Ansetzer, eine Lüftung und ein Scherenfernrohr drauf. Wenn ihr was anderes auf dem Teil habt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann gucken wir jetzt einfach mal ins Gefecht, was man mit diesem 5er Premium so anstellen kann. Und es bewahrheitet sich zumindest schon mal, dass man scheinbar in seiner ersten Runde ja immer Top-Tier ist. Die Theorie schwirrt ja immer noch durch die Gegend. Ich habe bis jetzt noch kein offizielles Statement irgendwo gelesen, dass das wirklich so wäre. Ich kenne das nur aus eigener Erfahrung und aus Kommentaren von Zuschauern. Aber wie es auch immer sein mag, wir sind auf White Park. Top Tier. Und mal gucken, ja, was wir mit dem Fahrzeug anstellen können. Ich bin sehr gespannt. Er fährt sich. Also die erste Kurve wirkte etwas behäbiger schon als der Sechser, aber das muss jetzt auch nichts heißen. 3,54 Sekunden Nachladezeit habe ich mit der Mannschaft und dem Ansetzer. Das ist ziemlich nice. Und ja, gucken wir einfach mal. Da kommt schon ein T67. Ihr wisst ja, ich fahre eher ein bisschen defensiv, deswegen bleibe ich jetzt hier auch erstmal stehen. Kommt da irgendwas drüber? Ja, wir treffen es nur nicht. Schade. Na? Hallo? So, wir sind noch nicht offen gewesen. Können wir von hier aus eventuell. Jetzt sind wir offen. Problem ist, es gibt Artillerie. Und mit der wollen wir uns natürlich ungern anlegen. Da habe ich kurz was gesehen. So, eigentlich finde ich hier die Position ganz nett. Man kann gerade, wenn hier jemand drüber guckt, so ein bisschen reinwirken. So, jetzt haben wir hier ein O. Wir haben ein OE Experimental hinter uns. Das ist natürlich schlecht. Deswegen ziehen wir uns jetzt hier erstmal ein Stück zurück. Ah, und da kommt auch schon die Artillerie. Da ist der OE. Wir schreien mal nach Hilfe. Hat er jetzt geschossen? Nee, ich glaube, der wartet auf uns. Wir müssen uns immer in Bewegung halten wegen der Artillerie. Ein Kenny prallt da hier an uns ab. Hallo, mein Freund. Ja, nee, das bringt mit der ungenauen Kanone nichts. Irgendwie stehe ich hier blöd. Oh Gott. Der UI hat verschossen. Wir haben 10 Grad Gun Depression. Aber ich habe trotzdem keine Lust, mich hier so mit diesen UI da anzulegen. Ja, die Kanone ist nicht die genaueste. Das haben wir schon gemerkt. Oh, jetzt kommt er hier auf uns. Er hat wieder verschossen. Dementsprechend können wir da jetzt ihn ein bisschen ärgern. Boah, Mist. Jetzt hat uns hier die. Ah, und da ist er raus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist nicht unbedingt weltmeisterlich, würde ich sagen.
So, und jetzt hoffe ich mal, dass hier Kollege uns ein bisschen hilft. Jetzt gehe ich ja natürlich auf, das ist nicht geil. Ja, da ist wieder der Chemie, der an uns abprallt. Da ist die Artillerie. Der sitzt irgendwo da oben drinne. Irgendwo da saß er, glaube ich. Verschossen. Ja, und da war jetzt die Grille. Das war ja irgendwie klar. Wieder mal beide Artis. Oh Gott, und die Genauigkeit und Einzielzeit ist echt unterirdisch. Na? Fahr nochmal zurück, AMX. Oder so. Und die Sichtweite, ja, ohne Schere, schwierig. Jetzt ist die Schere an. Treffen wir nicht. Treffen wir immer noch nicht. Jetzt verlegt sich die Arti wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Da ist die Grille. Schön! So. Die haben sich jetzt wunderbar da hinten verkämpft. Da ist der T-67. Auf den komme ich aber nicht. Den T-67 komme ich nicht. So, und jetzt müssen wir einfach warten. So, da ist er. Unsere Arti verschießt leider. Wir müssen jetzt hoffen, dass irgendeine Arti von uns diesen T-67 trifft. Ich würde jetzt ungern meinen Arsch ihm zeigen wollen. Wir versuchen ihn mal Proxy aufzumachen. Ah, wir kriegen die Arti, machen wir dabei auf. Auch spannend. Witzigerweise gehen wir nicht auf dabei. Wo ist dieser Shit T-67? So, da ist der T-67 und der nimmt uns jetzt raus. Er geht natürlich nicht auf beim Ne, das ist der Kine. Hä? Ne, da steht doch der T-67. Ja. Was willst du da machen? Der T-67 geht halt beim Schießen nicht auf. Das ist wieder so ein Moment. Naja, was wir auf jeden Fall gemerkt haben, oder was ich gemerkt habe, die Sichtweite ist nicht die beste. Also wirklich nicht. Selbst also mit Schere geht's dann, aber ohne Schere ist es wirklich bescheiden. Und ich weiß nicht, gefühlt ist er tatsächlich ein bisschen träger als der Skoda T25, obwohl ja die Werte jetzt, gerade was die Beschleunigung bzw. die Motorleistung angeht, jetzt irgendwie was anderes sagen. Hm. Und die Genauigkeit der Kanone, naja, das waren jetzt auch eigentlich alles keine Schüsse auf große Entfernung. Ist dann trotzdem ein bisschen anstrengend gewesen. Wir haben jetzt keine dritte Klasse, nichts bekommen. Es war Sprengmeister und Wirkungsfeuer. War jetzt auch nicht unbedingt die beste Runde von mir. Erfahrungspunktemäßig auf Platz 3, schadensmäßig auch auf Platz 3. Wir nehmen 22.900 Credits mit nach Hause. Daran sehen wir, ja, es ist ein Premium-Fahrzeug, trotz dieser schlechten Runde. Entsprechend Credits, 722 Erfahrungspunkte. Nun ja, hat mich jetzt in der ersten Runde noch nicht so überzeugt. Wir gucken mal eine zweite Runde, vielleicht kann ich ein bisschen mehr anstellen. So wie ich mein Glück kenne, ist das jetzt direkt Tier 7. Gut, da sind wir in der zweiten Runde, zumindest für euch. Für mich ist es jetzt... Okay, für mich ist es nicht die zweite Runde, für mich ist es jetzt die fünfte oder sechste. Ich habe also schon einen kleinen Eindruck von dem Fahrzeug und was mir aufgefallen ist, das verstehe ich allerdings nicht. Er wirkt für mich behäbiger als der Skoda T25, obwohl er ja der Deutsche hier, der Fünfer, ein besseres Leistungsgewicht hat und auch von den Ketten her eine bessere Drehgeschwindigkeit. Keine Ahnung, warum der dann irgendwie behäbiger wirkt. Vielleicht ist es auch nur meine subjektive Meinung. Was auf jeden Fall wirklich nervig ist,
Das ist einerseits die Sichtweite, wobei das geht. Das kann man immer noch zur Not verkraften. Aber... Warum leuchtet die M44? Weil sie mit mir im Zug ist? Okay, lustig. Was ich wirklich blöd finde, das ist die Kanone. Die Kanone treibt mich in den Wahnsinn. Dieses Ding trifft einfach effektiv gesehen nichts. Also sie ist halt, wie in der Garage schon gesehen, mit 0,41 wirklich nicht die genaueste. Das war ja klar. Aber sie hat auch einen sehr anstrengenden Spray, muss man sagen. Und ja, das führt halt dazu, dass genau solche Schüsse wie die einfach mal vorbeigehen. So, jetzt steht da hinten irgendwo ein Marder rum. Vielleicht kriegen wir den mit Blindschüssen raus. Ach komm schon. Na endlich. Einmal getroffen. Jetzt ist er leider in Deckung gefahren. Ich hoffe, dass es nicht das gleiche passiert mit dem T-67 wie in der ersten Runde. Okay, der ELC geht jetzt hier auf den... Boah, das meine ich gerade mit Beweglichkeit. So, Hetzer. Lol. Nochmal gekettet. Nicht mein Kill. T-67. Komm schon, Ziel ein. Warum? Warum? Ein ELC, der uns ja den Fahrer kaputt macht. Und da ist der UI, der zum Glück nicht auf uns schießen kann. Okay. Querschläger auf den Lux. Auch noch nicht erlebt. So, ELC da hinten. Den aufzukriegen ist wirklich eine Herausforderung aufgrund der ganzen Büsche. Ja, den haben wir scheinbar getroffen. Ne, der Schuss war schlecht. Aber er ist in Bewegung. Das heißt, er wird jetzt nicht auf uns schießen. Dann gucken wir mal, ob wir da weiter drauf drücken können. Na, der ELC nochmal. Ne, also mit der Kanone. Das macht keine Freude zu snappen. Immerhin. Ja, wir sind sogar nicht aufgegangen. Das finde ich ja schon mal gut. Problem ist der... Ja, der UI. Boah, der UI. Traut er sich vor? Wir müssen ihn versuchen zu ketten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Den können wir jetzt schön im Dauertrack halten und runterschießen. Und da ist er raus. Das war eine schöne Aktion. Hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt auf die M37, wenn wir noch können. Oder dann später auf die Kartoffel. Ja, ich habe eher auf die Kartoffel. Ja, da ist, ist die Arti raus. Und dann geht es auf den Kartoffelpanzer. Ah, der steht leider in Deckung. Aber wir haben noch... Der zeigt uns einen Arsch. Komm schon, Kanone. Sehr schön. Wir haben ihn wieder gekettet. Und wir können ihn rausnehmen. Ah, das war jetzt mal eine schöne Runde. Die hat mir gefallen. Vor allem die Aktion gegen den UI war wirklich gut. Aber wir haben auch hier wieder gesehen, die Kanone ist wirklich so das krankende Stück an dem Teil. Deswegen... Tja, ich weiß nicht, vielleicht macht es ja auch Sinn, einfach noch, wir machen, gehen mal hier auf Zug verlassen, statt der Schere den verbesserten Waffenrichtantrieb einzubauen, wobei der hilft einem auch nur, wenn man steht, dass sie schneller einzielt. Keine Ahnung, also wenn ihr da Tipps für mich habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Was praktisch wäre, wäre halt ein vertikaler Stabi, aber den gibt es auf der Karre nicht. Aber gut. Zweite Klasse war das jetzt. Ein Panzerbrecher, ein Wirkungsfeuer und ein Großkaliber haben wir bekommen. Mehr als das mit dem UI war wirklich nice. Wirklich nice. Leider hat noch nicht noch jemand anders drauf geschossen. Wir haben den wirklich alleine runtergeschossen. Dafür ist die Kanone von der Feuergeschwindigkeit, wollte ich sagen, wirklich gut.
Wir sehen auch 1238 Schaden. Das ist für einen Tier 5 Panzer wirklich, das ist schon sehr guter Wert. 2 Kills. Wir waren trotzdem nicht der Beste. 700 Erfahrungspunkte Basis. Der KV-1S mit 3 Kills und knapp so viel Schaden wie wir. War dann nochmal ein Ticken besser. Der hat auch noch 172 Schaden ermöglicht. Das gleicht sich dann aus. Und der Churchill. Der Churchill verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum der mehr Erfahrungspunkte hat als wir. Der hat deutlich weniger Schaden, hat einen Kill weniger und ist auch noch gestorben. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das ein Vierer ist. Ha, Churchill 3, ich bin mir gerade unsicher. Wenn ihr es wisst, dann bitte mal in die Kommentare. Wir sehen, dass das Fahrzeug wirklich sehr gut ist zum Credits verdienen. Das habe ich auch in den vorhergehenden Runden schon gemerkt. Auch wenn jetzt die Runde nicht so mega war. Es reicht trotzdem immer, um irgendwie 20.000 Credits mit nach Hause zu nehmen. Und jetzt in dem Gefecht waren es sogar fast 40. Von daher, für den 5er Premium finde ich also die Leistung wirklich gut. Kann man zufrieden sein. Insgesamt mit Premium-Fahrzeug, Stufe, Bonus, Krams, Gedöns sind es dann 1470 Erfahrungspunkte. Ja, was sagt ihr zum deutschen T25? Empfehlt ihr ihn oder sagt ihr, naja, ist ein bisschen anstrengend? Meine Meinung, also sagen wir mal, der Ersteindruck von mir, den habt ihr jetzt gehört. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt wie gesagt eure Meinungen und Antworten auf meine Fragen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.